Guten Morgen, schöne Welt. Dann fangen wir mal zu meinem stressigen Arbeitstag, ne? Eieiei. Timo Inc. Manager zu sein ist gar nicht so einfach, Alter. Zum Glück gibt's ja die Lorenbahn. Und in die wäre ich aufgeschmissen und, gesperrt. Ja, gut. Muss ich halt laufen? Und warum ist das Tor offen? Gute Frage. Weiter geht's. Na, wie? Und hier zu dann. Das ist nicht hier doch auf jeden Fall. Wie, okay. Na, was ist denn hier los? Der sieht schon. Hä? Was ist da los? Was ist das? Hä? Okay, das ist neu und... Moment mal. Jetzt weiß ich, was los ist. Moin, meine Kauffreunde, willkommen zu einer weiteren Snapshot-Vorstellung auf meinem Kanal mit mir, dem Timo. Guten Tag. Vor schon etwas längeren sind ein paar neue Snapshots für die Minecraft-Version 1.13 rausgekommen. Das ist der aktuelle Snapshot 17W48A. Und ich wollte halt immer mal auf die Änderungen so ein bisschen eingehen, was in der letzten Zeit so neu ist. Genau, und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an mit Step Nummer 1. Neue Falltüren, Druckplatten und Knöpfe. Wie ihr seht hier, das hier kennen wir ja schon, ne? Und hier sind auch neue Falltüren sind da. Druckplatten gibt es jetzt in jeglicher Farbe. Also Falltüren auch und die Knöpfe auch. Dazu kann man die Knöpfe jetzt auch noch hier so komisch platzieren. Also normalerweise ist es ja so, dass man die so platziert, ne? Warte, jetzt kann man die theoretisch auch, könnte man. Wenn es ging. Aber soweit ich weiß, kann man die jetzt auch an Blockunterseiten platzieren. Genau. Da geht es auch in jegliche Richtung. Genau, das war es eigentlich schon zu der Sache. Dann geht es weiter mit Step 2, Kürbisse. Ja, wenn euch hier was an den Kürbissen auffällt, wo ist denn das Gesicht? Fragen sich jetzt bestimmt die meisten. Ja, da habe ich hier eine... Da sollte eigentlich eine Schere drin sein. Okay, wenn ich jetzt nämlich hier Rechtsklick mit drauf mache, haben wir hier den Carved Pumpkin. Ne? Genau. Und hier gibt es halt noch den normalen Pumpkin. Also es gibt dann auch noch den normalen Pumpkin. Hier, das wird der hier. Und ein Bug wurde behoben, beziehungsweise die, ich weiß nicht, ob das ein Bug war. Vielleicht gibt es jetzt auch einen neuen Bug, dass sich die Pflanze mit einem platzierten Kürbis nicht mehr verbindet, beziehungsweise Melone. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so gewollt ist. Egal. Auf jeden Fall, wenn man halt den shared, hat man auf einmal, kriegt man erstens 4 Kürbiskerne. Also das gleiche, wie wenn man jetzt ein Kürbis aufcraften würde. Und man hat eine Kürbislaterne. Also, beziehungsweise stinkt nur mein Kürbis. Wie man ihn kennt. Ne. Genau. Okay, gut. Das wär's dazu. Dann gibt's nun die Rindenhölzer. Da sehen wir hier, das sieht auf den ersten Blick aus wie normale Hölzer. Dann fällt uns aber auf, Moment mal, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal schreibe, Lock und hier ein Oak Lock nehme, da ist doch irgendwas anders. Denn hier gibt es nun diese Bugs, Oak Bugs, und die sehen halt sozusagen von allen Seiten gleich aus. Ne? Das sind nun diese Blöcke, die wir sonst nur als technische Blöcke kannten. Wo einfach alle Seiten gleich aussehen. Und jetzt gibt es die halt auch einfach in Vanilla und haben einen neuen Namen. Also praktisch Vanilla ohne Cheaten gibt es die jetzt. Haben halt einen neuen Namen und zwar Bark. Bark, die kann man auch craften wie folgt. Man braucht 3 Hölzer. Der Sorte und dann das ergibt ein normales Rindenholz. Und warum ist da eine Fledermaus? Egal. Ist natürlich ein bisschen doof, weil es, also man kriegt 3 Stück davon, muss man sagen.
Also man braucht 4 von den Dingern, kriegt Teilstück raus. So war das, so war das. Genau. Und ist zwar ein bisschen Verlust, aber dafür hat man halt so einen schönen einen Seiten gleichen Block. Für Dekorationszwecke ganz schön. Dann das nächste. Nun gibt es sogenannte Ups, da habe ich mich geschrieben. Mustern soll das heißen. Das sind die hier, wie man sieht. Also das sieht man erstmal, das sieht aus wie ein ganz normaler. Ich hole jetzt mal Quarzblock, Block auf Quarz, ne? So sieht der Unterschied, ja. Das ist ein Block auf Quarz, aber wenn ich hier drauf gehe, sieht man, das ist Smooth-Quarz. Bei Quarz sieht man ja zwar nicht unbedingt den Unterschied, aber ja, bei Redstone, Sandstone und normalen Stein sieht man es aber, der Unterschied. Das hier zum Beispiel ist die Textur der einer Variante der früheren Variante der doppelstufigen Treppe von Stein, wenn man den mit dem Befehl hinsetzt. Normalerweise, wenn man jetzt hier ach man, ey, Slab, so eine Steinschleppstufe, ne? Also von oben die sehen gleich aus, ne? Von der Seite ist halt so. Und man konnte halt mit dem Befehl, ich weiß gerade nicht, das hier war dann auch eine Doppelsteinstufe, sah aber halt so aus und nicht so. Und wenn man die halt platziert, kriegt man die so hin. Ups. Genau. Gut, gequartet werden die ganz normal, wie diese Polish, wie die ganzen polierten Varianten von Diorit, Andesit, Granit, halt das gleiche Crafting-Rezept, und dann kriegt man halt 4 von diesen Dingern raus. Genau. Das ist in der Hinsicht schon dann nächstes Step, die versteinerte Holzstufe. Ich habe das irgendwie mit den Hechtschallfedern, kann das sein? Genau, dann probieren wir es mal hier. Also was ist jetzt. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden, ne? Okay, dann. Also, sind zwei beides normale Hausstufen, wie es aussieht. Hier, das ja. Und dann, Moment. Hä? Moment mal. Und dann, wenn wir jetzt wieder das Spitzhacke probiert, abgebaut. Und der sieht man, das sind ja zwei verschiedene. Ja. Ne, versteinerte. Ups. Das war die. Versteinerte. Also Perlite. Oak Slab. Die. Soweit ich weiß, entsteht die, wenn halt eine Oak Slab längere Zeit einfach so liegen geblieben ist. Komischerweise gibt es diese versteinerte Variante nur als Oak Slab. Vielleicht wird später auch noch in den Debit die anderen Stufen so hinzugefügt. Aber derzeit halt nur als Oak Slab. Genau. Dann. Sind dort die Pilzblöcke. Wir kennten ja die Mushroom Blocks oder Pilzblöcke damals waren, da hat man immer nur halt diese gehabt, ne? So, das Komische, die sahen nie so wirklich gut aus. Und jetzt hat man die halt zum Be Ups. Beispiel hier, zum Beispiel hier. Dann hat man ja auch die Seite, ne? Kann die ganz gewöhnlich. Und wenn man dann jetzt hier so, da kann man halt in der sowas nicht. Und dann kann man halt hier in welche setzen, da dumm. So. Ne. Und dann hat man hier so einen kleinen Pilz gebaut. Ne. Also ist jetzt einfacher. Sieht man auch hier dieser Pilzblock, der sieht halt auch von allen Seiten gleich aus, ne? Wenn man jetzt hier auch einen Stein hat und dann wegsetzt, passiert nichts. Wenn man hier allerdings so einen Stängel noch mit hinsetzt, dann passiert allerdings schon was. So kann man zum Beispiel hier dann erkennt man auch gar nicht, bei welcher Block das ist. Erst wenn man dann hier so ist das halt, ne? Gibt es jetzt im Kreativ-Inventar. Die nächste Sache, es gibt nun einen neuen Item, das man nur per PvP bekommt, den sogenannten Debug-Stick. Ja, das ist einfach nur so eine Art verstaubarer Stick. So vom Aussehen her, hat aber auch Debug-Stick und hat eine andere ID. Damit kann man die Debug-Version der einzelnen Blöcke verändern, wie zum Beispiel hier der Ofen. Ne? Also der andere, da muss man halt jetzt so. Kann man halt den Facing und
So. Select Litfords und dann East, Litfords East. Irgendwie so konnte man das mal. Eigentlich sollte da Litfurnace rauskommen. Aha, so. Da haben wir einen Litfurnace und den können wir jetzt auch wieder aushalten und dann können wir das halt so und dann wieder so und so, dann können wir den an- und ausschalten, ne? Bei Weizen zum Beispiel, mit den Pflanzen kann man halt die Größe verändern. Du, beziehungsweise halt 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 7. Und wenn man sneakt, ist es andersrum. Genau. Das ist eigentlich schon diese ganze Angelegenheit. Halt, genau. Dann nächstens, es gibt beim Hebel halt, die gehen jetzt nur Redstone-Partikel aus, wenn man sie an- oder ausschaltet, nichts Besonderes. Dann beim Betten. Da gibt es das Neues. Und zwar haben wir jetzt hier ganz normale Blöcke, die ihr hier seht, ne? Ganz normales Bett. Aber jetzt, wenn ich diese Blöcke hier unten drunter entferne, was ich jetzt auch mal mache, so und puff, ist das Bett kaputt. Darauf kann man die Betten auch nicht stellen. Darauf kann man sie stellen. Allerdings, wenn ich jetzt wieder, ist es wieder kaputt. Das ist halt so die. Das ist halt jetzt neu. Dann hier sieht man halt. Eine Wand voll Kisten, nichts Besonderes, ne? Redstone-Kisten und normale Kisten, wie man es kennt. Ne? Hier eine normale Kiste. Ne? Und dann ist das hier logischerweise eine Redstone. Hä? Moment mal. Hä? Moment mal. Das ist eine stinknormale Kiste, genau. Und hier. Normale Kiste. Kann man da nebenstellen? Hä? Und dann. Moment. Moment mal, das geht doch so gar nicht. Ja, doch, jetzt schon. Update. Man kann jetzt stinknormale Kisten nebeneinander stellen. Kommt wie in der Pocket Edition, kommt auf die Ausrichtung an. Zum Beispiel, wenn wir jetzt keine Doppelkiste haben, stellt man so hin, dann hat man so, dann so, so. Dann stellt man es so hin, da hat man nichts. Und wenn wir jetzt alles zu einer Doppelkiste machen, wo ist, in welche Richtung guckt die? In die Richtung. So, dann hat man das halt so und schon hat man hier was Schönes liegen, auch wenn das eigentlich so rum sein müsste. Dann ist es nämlich halt genau. Kennen wir ja alle. Ne? Gut. Dann haben wir jetzt hier noch diese komischen Steine. Ich weiß nicht, warum hier Steine sind. Ich würde mal sagen, die tauschen wir mal kurz aus. Ne? Falsch. Ja, genau. So, einmal abbauen einfach. Haben die auch hier stehen und so und. Das war ein Leberfischstein. Hä? Aber wie? Hä? Ja, neue Sachen, ne? Leberfischsteine bauen sich nun sofort ab, egal ob mit Hand oder welchem Werkzeug. Das ist einfach, soll es spannender machen. Denn dann weiß man, kann man Leberfischsteine nicht mehr erkennen. Einfach so. Da kommen die Leberfische dann einfach ganz schnell raus. Genau. Gut, dann haben wir noch einen Step. Da müssen wir mal kurz hinfahren. Wie, so. Geht doch, ne? Egal. Gut, da fahren wir halt mal kurz hin. Und dann über bei Step 10. Die Data Packs. Die sind nämlich neu. Da kann man jetzt damit kann man jetzt die Beutetabellen hinzufügen, etc. Und auch ganz neue Sachen, denn wie man hier jetzt sieht, ne? Also ich habe hier zwei Eye of Enders, drei Leder, Dragon Egg. Ne, na gut, die ist jetzt nicht. Und ein Netherstar. Darum, wenn ich die jetzt in folgender Anordnung anordne.
habe ich eine Leiter. Kann ja mal kurz hier hochfliegen. Das ist eine funktionierende Leiter. Ne? Die funktioniert ganz normal. Ganz normal, auch immer, dass ihr im Moment. Sandstone. Weil wir das hier, wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Kanal hat, so. Ne. So. Und man hier. Ich meine, dafür muss ich mal kurz in den Game Mode 0 gehen. So. Moment. Mann, ey. Ja, das ist doof gelaufen. Gut. So. Ja. Hab ich die überhaupt noch an? Gut. Aber wenn man hier das Ding abbaut, oder wie? Muss ich das Ding doch entfernen? Hä? Ah, ich bin gerade ein bisschen schwer vom Begriff. Ja, genau, und dann über hier unten drunter, ne? Kann dann nochmal kurz. Also geht, ich glaube, die haben den Bug gefixt oder so. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder nicht, egal. Also es hat, wie bei gesehen, hat eine funktionierende Elytra. Und das funktioniert dank der sogenannten Data Packs. Haben wir jetzt mal die Liste hier. Vanilla. Weil Mobile Sipes, ne? Mhm. Gut, genau. Und jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt hier Data Pack Disable und dann halt das More Files zum Beispiel. So. Dieselbe Data Pack. Und jetzt kann man das Ganze nicht mehr craften. Wenn ich mir jetzt nochmal kurz Leather gebe, dann falsch, Eye of Ender, Nether Star und ein Dragon, Dragon Egg, ne? Und das Ganze nochmal crafte. Sieht man, dass es nicht funktioniert. Und wenn ich das Data Pack jetzt wieder, slash Data Pack enable und dann halt dieses enable und dann halt five more types, ne? Dann geht's wieder. Genau. Und ja. Das Ganze sieht man auch im Rezeptbuch. Beziehungsweise sollte man, wenn ich jetzt wieder einen Nether Star habe und ein Dragon Egg. Ne. So, da sieht man es auch, das hat man. Genau, und ja. Ganze, und natürlich kann man jetzt auch echt dreist sein und sagen wir slash
Data Pack. Disable. Natürlich erstmal hier, natürlich erstmal das, ne? Und dann kann man noch fieser sein und sagen: Vanilla, weg. Und dann kann man gar nichts mehr craften. Rein, gar nichts. Kein Sandstein, kein gar nichts. Und wenn ich jetzt aber wieder sage, das ist ja doof, ne? Ups. Ich sage Enable. Dann ist das Datapack wieder da. Hat man hier die Rezepte und man kann halt wieder Sandstein craften, ne? Ganz normal. Ne? Genau, und das war's dann auch für diese Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Ich habe mir echt viel Mühe gegeben, deswegen würde es mich freuen, wenn ihr halt eine positive Bewertung gibt. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Hui. Tschüss. Tschüss mit Ö. Ne?